In diesem Video möchte ich mit dir darüber reden, wie du, solange es geht, jung und vital in deinem Leben aussiehst und dich auch genauso fühlst. Betrachtet man die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte, sind Menschen vielleicht gerade mal so 35 Jahre alt geworden. Das bedeutet, wenn du das Video guckst, dann hättest du vielleicht noch 10 Jahre oder so, dann wärst du schon nicht mehr am Leben. Durch veränderte Lebensbedingungen, aber auch natürlich durch medizinischen und technologischen Fortschritt, steigt die Lebenserwartung der Menschen aber immer weiter an. Und heute möchte ich mit dir über ein paar Lebensweisen reden und über ein paar Dinge, die du tun kannst, damit du einfach, solange es geht, in deinem Leben, wie viele Jahre es auch noch sind, jung bleibst, vital bleibst und sogar deinen Alterungsprozess extrem verlangsamst. Kommen wir als erstes zu deinem Lifestyle und dazu gehört als erstes Schlaf, gesunder Schlaf, denn es gibt nichts, was so wichtig ist für deinen Körper und was den Alterungsprozess auch sehr schnell beschleunigt, wenn du beispielsweise zu wenig Schlaf bekommst. Deswegen ist es einfach extrem wichtig, dass du jeden Tag auf deine Stundenanzahl kommst, die du schlafen musst. Ich sage hier speziell deine Stundenanzahl, denn jeder Mensch schläft ein bisschen anders. Manche schlafen von Natur aus ein bisschen länger, manche schlafen ein bisschen weniger. Ich würde das Ganze so machen und tracken, indem du einfach ein paar Nächte hintereinander ins Bett gehst, immer um dieselbe Uhrzeit und dann einfach guckst, wann du aufwachst und wie du dich danach fühlst. In der Regel solltest du vielleicht nach 8 Stunden aufwachen und dann auch problemlos aufstehen. Wenn das Ganze nicht so ist, kann sein, dass du vielleicht Schlafprobleme hast oder kann auch sein, dass du vielleicht Stimmungsprobleme hast oder sowas. Dann müsstest du da ansetzen, aber stell auf jeden Fall sicher, dass du jede Nacht natürlichen, gesunden und erholsamen Schlaf bekommst, sodass du auch so lange jung bleibst, wie es geht, vor allen Dingen aber auch erholt in deinen Tag starten kannst. Das zweite ist, Sport zu treiben. Und Sport ist auf jeden Fall lebenswichtig, denn wenn du keinen Sport machst, meiner Meinung nach, man wird auf jeden Fall extrem lethargisch, man ist nicht so fit im Kopf, man fühlt sich einfach nicht so vital, als wenn man Sport macht. Ich persönlich mache 2-mal die Woche Kampfsport und gehe 2-mal die Woche ins Fitnessstudio, also Montag und Donnerstag Fitnessstudio, Mittwoch, Freitag Kampfsport. Und ich empfehle es dir genauso zu machen, entweder geh noch mehr ins Gym, also geh ruhig 3-4-mal die Woche ins Gym, oder such dir eine Sportart aus, die du wirklich gerne machst. Das kann Basketball sein, das kann Kampfsport sein, das kann Fußball sein, das kann was auch immer sein, aber irgendwas, was dir auf jeden Fall sehr viel Spaß macht. Und geh zusätzlich noch ins Gym, einfach weil es sieht erstmal gut aus, wenn du ins Fitnessstudio gehst, ja. Also deine Optik wird auf jeden Fall verbessert, aber es ergänzt auch noch meistens Sportarten, ja. Also im Kampfsport, wenn ich halt fester schlagen kann, ist das natürlich von Vorteil. Wenn du Fußball spielst und du stärkere Beine hast, läufst du besser, kannst den Ball besser schießen und. Und wie gesagt, einfach für die allgemeine Fitness ist ein Fitnessstudio-Besuch sehr gut. Und insgesamt ist Sport einfach immens wichtig für dein Wohlbefinden, für dein Energielevel. Also mach irgendwas, wo du dich ein paar Mal die Woche halt wirklich auspowerst, wo auch dein Herzschlag ruhig auf eine gewisse Anzahl gebracht wird, sodass du dich wirklich auspowerst und danach deine Endorphine freigesetzt werden und du dich einfach gut fühlst, besser schläfst und einfach sehr erholt bist. Der zweite Punkt ist deine Ernährung und dazu gehören für mich einmal die Nahrungsmittel, die du aufnimmst und auch die Supplements, die du nimmst. Ich empfehle dir auf jeden Fall beides zu machen und nicht umsonst sagt man, du bist, was du isst und das ist halt zu 100% der Fall, denn wenn du dich nur von fettigem Zeug ernährst, bist du in der Regel wahrscheinlich auch ein bisschen fetter, hast ein bisschen mehr an Gewicht. Wenn du dich aber gesund ernährst, vitaminreich ernährst, viel Wasser trinkst, dann sieht man das wahrscheinlich auch in deinem Körper. Ja? Du wirst wahrscheinlich mehr Farbe haben in deinem Gesicht, du wirst einfach vitaler sein, mehr Energie haben und Ernährung macht halt wirklich extremst viel aus in deinem Leben. Und es fließt natürlich auch in die anderen Bereiche rüber. Also deine Ernährung hat natürlich auch einen großen Einfluss darauf, wie du aussiehst, ja? Wie viel Gains du meinetwegen auch im Gym machst, wie sportlich du bist. Genauso hat dein Sport eine Menge Einfluss auf deinen Schlaf. Deine Ernährung hat auch eine Menge Einfluss auf deinen Schlaf, deswegen achte wirklich darauf, dass du halt dich gut ernährst, Fastfood vermeidest, Süßigkeiten vermeidest, zu viel Koffein auch vermeidest, sowieso Alkohol und Zigaretten auch, so wenig es geht. Und dass du stattdessen viel Gemüse isst, viel Wasser trinkst und einfach viele gesunde Lebensmittel. Also alles, was halt zu viel Prozesse, zu viel Schadstoffe oder sowas drin hat, vermeide das so gut es geht. Kauf dir lieber Bio-Sachen, Bio-Eier aus Freilandhaltung und. Das nächste sind Nahrungsergänzungsmittel und zu Nahrungsergänzungsmitteln habe ich schon mal ein Video gemacht. Das werde ich dir hier oder hier verlinken. Und ich nehme am Tag aktuell, ich habe das ein bisschen runtergeschraubt, aber ich nehme am Tag mindestens, glaube ich, 8 Supplements. Dazu gehört Omega-3, dazu gehört Vitamin D, dazu gehören Probiotika. Und das sind auch alles Sachen, die einen massiven Einfluss auf deine Gesundheit, auf dein Energielevel und dein Wohlbefinden haben. Und es ist halt so, dass wir einfach beispielsweise jetzt im Sommer sehr stark
unterdosiert sind an dem Sonnenlicht, das wir normalerweise bekommen, was halt wiederum Vitamin D produzieren würde. Und deswegen ist Vitamin D beispielsweise sehr wichtig für dein Wohlbefinden. Omega-3 wurde einfach in der Menschheitsgeschichte viel gegessen durch Fischaufnahme. Aber weil wir heute einfach sehr wenig Fisch essen und auch andere Fische als die, die wir gewohnt sind durch unsere Evolution, haben die meisten Menschen auch einen Omega-3-Mangel. Und Omega-3 ist einfach sehr, sehr wichtig für deine Sehfunktion, für deine Herzfunktion, für dein Gehirn, dass es richtig funktioniert. Und deswegen kann ich dir auf jeden Fall auch nur empfehlen, alles zu supplementieren. Der letzte Punkt sind Entspannung und Fokus. Und Entspannung meine ich vor allem, dass du etwas machst wie Meditation. Also 10 Minuten am Tag, 20 Minuten am Tag, setz dich ruhig hin und meditiere. Das sorgt einfach dafür, dass dir halt Dinge ein bisschen egaler sind, dass du nicht so viel grübelst. Beispielsweise, wenn du irgendwelche Sorgen hast oder dich irgendwas beschäftigt, dann grübelst du nicht mehr so viel nach, sondern du akzeptierst es einfach. Du bist halt eher lösungsorientiert und weißt halt, okay, das kann ich jetzt machen, damit sich das ändert oder so sollte ich mich verhalten. Aber du zerdenkst deine Probleme nicht so stark, was sich halt sehr auf dein Entspannungslevel auswirkt, was sich halt auch wiederum sehr stark auf deine Gesundheit auswirkt. Zum Fokus zähle ich zwei Sachen und das ist einmal Lesen. Ich persönlich empfehle dir, jeden Tag mindestens 30 Minuten zu lesen, bis zu einer Stunde. Und Lesen ist einfach sehr, sehr gut, weil du einfach mit anderen Ideen gefüttert wirst. Du expandierst deinen Horizont ein bisschen, du betrachtest die Welt mit anderen Augen sozusagen, mit den Augen der Autoren, kannst immer was Neues dazulernen. Und vor allen Dingen in Zeiten von Social Media ist es auch wichtig, dass man einfach etwas hat, was recht langweilig ist, weil es halt einfach nur gedrucktes Papier ist, aber du dich darauf konzentrierst und du wirklich auch übst, deinen Fokus nicht zu verlieren, sondern wirklich übst, dich daran zu erinnern, was auf der Seite stand, übst am Ende, wenn du gelesen hast, nochmal zu rekapitulieren, was du gelesen hast und einfach, dass du halt wirklich die ganze Zeit präsent bist mit deinem Buch. Und das Letzte beim Thema Fokus ist, dass du an einem Skill arbeitest beziehungsweise an deiner Karriere. Also wenn du wirklich irgendwas hast in deinem Leben, was dein Beruf ist, aber auch gleichzeitig deine Berufung und in dem du wirklich aufgehst und wo auch du Leidenschaft dahinter hast, dann arbeite an deiner Karriere. Aber ansonsten empfehle ich dir oder meinetwegen auch zusätzlich empfehle ich dir, noch irgendeinen Skill anzufangen, der dir Spaß macht und an dem du einfach arbeitest. Denn du musst mental fit bleiben, das ist heutzutage mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, als körperlich fit zu bleiben. Und da empfiehlt sich Lesen ganz gut, aber auch vor allen Dingen die Arbeit an irgendeinem Skill. Das kann ein Instrument sein, das kann ein Tanz sein, das kann eine Sportart sein, wie wir sie vorhin hatten. Das kann ein Buchschreiben sein, aber wirklich irgendwas Praktisches, was du machst, indem du dich immer wieder aufs Neue herausforderst und täglich oder meinetwegen auch, wenn du es jetzt zweimal die Woche machst, aber dass du halt konstant und über einen langen Zeitraum dich immer wieder verbesserst, herausgefordert wirst und einfach einen Zuwachs an Fähigkeiten siehst. Das war meine Liste mit Dingen, die dich fit hält, sowohl optisch als auch allgemein, was dein Energielevel und deinen ganzen Lifestyle angeht. Befolge die Dinge. Wenn du sie noch nicht befolgst, komplett, wenn du schon einige Sachen befolgst, aber noch nicht alle, empfehle ich dir wirklich zu 100% das Ganze in dein Leben aufzunehmen. Du wirst auf jeden Fall eine starke Verbesserung feststellen, das kann ich dir wirklich versprechen. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch, geh unten auf Abonnieren und aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch keine neuen Videos mehr und wirst immer benachrichtigt, wenn ein neues Video rauskommt. Was außerdem eine Menge ausmacht, was dein Alter angeht und wie jung du aussiehst und wie jung du dich fühlst, ist auf jeden Fall dein Outfit. Und da kann ich dir helfen, denn ich bin Style-Coach und Modeberater und ich gehe mit meinen Teilnehmern immer hier in Berlin in einer 1-zu-1-Session raus. Wir suchen ihnen geile, auf sie abgestimmte Outfits raus, mit denen sie ihre Optik verbessern und dadurch auch ihre Resultate im Leben. Mehr Geld in der Karriere, Leute, die sich besser anziehen, verdienen in der Regel mehr Ansehen im Freundeskreis, aber auch von fremden Menschen und natürlich auch mehr Erfolg im Dating-Bereich. Du findest unten meine Website verlinkt, dort kannst du dich mit Namen und Telefonnummer eintragen und einer kurzen Nachricht an mich. Je nach Paket beim Style-Coaching gibt es auch noch eine Fotosession mit dabei. Wenn du dein Fotogame auf das nächste Level bringen willst, wenn du neue Bilder brauchst für Social Media, für Facebook, Instagram, WhatsApp, aber natürlich auch für Online-Dating, wenn du da endlich mal Resultate haben möchtest, wenn du da regelmäßige Dates haben möchtest, ohne rauszugehen, ohne irgendwie großen Aufwand reinzustecken, sondern einmal dein Profil aufsetzen und dann für die nächsten Monate und Jahre davon zu profitieren, kann ich dir dabei helfen. Trag dich, wie gesagt, einfach unten ein. Ich melde mich innerhalb der nächsten Tage bei dir zurück. Wir quatschen einmal kurz, wo du styletechnisch stehst, wo du styletechnisch hin möchtest, was für Resultate du in deinem Leben haben möchtest. Und wenn alles von beiden Seiten passt, sind wir vielleicht auch bald persönlich zusammen unterwegs. In diesem Sinne, ich hoffe, du hattest Spaß am Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.